Richtig schön schwurfen, wo geht das noch? Wir hätten da einen Vorschlag. Na, mal wieder tanzen gehen. Das ist gesund, macht Spaß und gute Laune. Vor allem natürlich, wenn das Ambiente auch noch reizvoll und stimmig ist. Mitten in einem Weddinger Wohngebiet können Sie regelrecht eintauchen in ganz unterschiedliche Veranstaltungen und eine richtige Art-Deko-Welt im Ballhaus Wedding. Wir nehmen Sie mal mit in einen Abend dort mit argentinischen Klängen. Versunkene Tanzschritte zu gefühlvollen Tango-Klängen und das mitten im Berliner Wedding. Die Tanzfreunde Marie und Prakrit besuchen an diesem Abend zum ersten Mal eine Milonga, also einen Tango-Abend im Ballhaus Wedding, mitten im Wohngebiet der Wriezener Straße. Ich habe mich total gefreut, es ist super festlich. Also bis jetzt gefällt mir das Ambiente sehr, sehr gut. Wow, es ist so schön hier und auch die Leute sind so freundlich. Und ja, ich freue mich schon auf einfach tanzen. Und auch DJ Jamila ist so richtig in ihrem Element. Läuft super, wie ihr seht, die Tanzfläche ist voll. Mein größter Traum war es natürlich immer selber eine Milonga zu haben, hier in dem eigenen Ort und eben auch natürlich selber die Musik auszuwählen, die gespielt wird. Gemeinsam mit ihrem Mann Robert hat sie das Ballhaus aufwendig eingerichtet. Im Gebäude von 1889 öffnen zunächst ein Restaurant, bald ein Ballsaal, zwischendurch eine Kegelbahn, mal eine Vergoldungswerkstatt und in den 80ern ein Treff von Motorradrockern. Nach der Wende renoviert und vermietet die neue Besitzerin Saal und Wintergarten für Hochzeiten, Filmdrehs und Fotoshootings. Die ehemalige Lehrerin Jamila Rempel und Schauspieler Robert Bittner besichtigen den Ballsaal im Mai 2020 und verlieben sich spontan in die alten Räume. Für uns war es sofort so eine Projektionsfläche, wo wir dachten, alles klar, hier ist das Potenzial da. Und wenn wir die Möglichkeit haben, so unsere Idee oder unser Konzept hier umzusetzen und hier einen Kulturort draus machen können, so im Stil der 20er Jahre, dann gibt es keinen besseren Ort. Tango-Tänzerin Jamila feiert das Vintage-Parkett in der hinteren Bar. Weil eine Ikone schon darauf getanzt hat, das ist der Boden aus dem Filmstudio Babelsberg, der hier verlegt wurde. Und auf dem hat schon Marlene Dietrich im Blauen Engel getanzt. Sie mieten die Räume an und renovieren gemeinsam mit Freunden. Na dann mal rein hier. Monatelang in Handarbeit. Ja, das ist das Kaminzimmer, damals aus einem Abstellraum entstanden. Die beiden lieben Art Deco-Möbel hatten in der Corona-Zeit damit sogar zeitweise gehandelt. Jetzt richtet jeder von ihnen ein Zimmer im Souterrain ein. Es ist einfach eine Fototapete, die gar nicht so einfach war anzubringen, weil sich immer wieder Rillen gebildet haben und die Wand eben doch sehr uneben ist. Der Globus, der gehörte tatsächlich noch meinem Großvater und ja, das war für mich als Globus-Fanatiker klar, dass der natürlich auch hier so seinen Platz finden wird. Der Ballsaal atmet also Geschichte und Geschichten und lässt die Gäste so eintauchen ins besondere Ambiente. Neben Brunch-Konzerten und Hochzeiten veranstalten sie am liebsten Themenpartys in verschiedenen Stilen. Bei der Milonga tritt noch live die Band Tango para Milonga auf. So erleben die Tänzerinnen und Tänzer für 15 Euro Eintritt einen stimmungsvollen Abend. Ich habe mit Marie hier getanzt und es ist perfekt. Ja. Ich denke, was kann ich mehr sagen? Ja. Schön. Ja, es erfüllt das, was ich mir von dem Ballhaus vorgestellt habe, den festlichen Charakter. Der wird natürlich durch die Live-Musik irgendwie nochmal gesteigert. Der Tango-Abend geht noch bis weit nach Mitternacht. Und für Jamila und Robert ist der Hauptlohn solcher langen Veranstaltungen immer wieder diese Begeisterung der Besucher. Ach, wie schön.